Hallo zusammen. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie ich auf YouTube angefangen habe? Nein? Das ist euer Pech. Ich erzähle es euch nämlich jetzt trotzdem. Ich hatte damals einen Kanal, der nannte sich Teddy, ich glaube 1992. Warum Teddy? Weil Teddy schon vergriffen war und ich irgendwas wollte, was ich mir leicht merken kann. Ich hatte eigentlich nie vor, Videos zu machen. Ich wollte eigentlich nur Zeug kommentieren, Favoriten speichern und fragt mich nicht, was noch alles. Und irgendwann habe ich gemerkt, meine Fresse, sind die Leute doof. Mach doch mal ein Video. Wenn die das können, kannst du das auch. Und mein Gott, war mein erstes Video beschissen. Comic Sans, beschissene Schriftqualität, alberne Bilder. Wow, das ist ja fast genauso wie heute. Die Soundqualität ist immer noch scheiße. Ich benutze immer noch alberne Schriftarten. Momentan 28 Days Later. Und ich bin immer noch ein blödes Arschloch, das einfach irgendwelche Bilder klaut und sagt, ich bin der Beste. Tja, was euch diese Geschichte wohl einfach zeigen soll, ist, ich habe kein Talent. Ich habe scheiße angefangen, ich bin immer noch scheiße, ich habe jetzt nur ein besseres Mikro. Das heißt, wenn ihr vernünftig auf YouTube was werden wollt, kauft euch GIMP oder lernt gut mit Paint zu werden. Also kauft euch lieber GIMP, beziehungsweise ladet es für lau runter. Holt euch ein Mikro für mehr als 20 Euro und ladet euch Audacity runter. Mehr braucht ihr nicht. Ihr braucht kein Talent, ihr braucht kein Gehirn. Ihr braucht nur ein bisschen, ja, Software, ein Mikro und Wikipedia. Nachdem ich jetzt euch allen gesagt habe, wie scheiße ich bin, hoffe ich mal, ihr abonniert mich nicht und guckt mein erstes unheimlich beschissenes Video. Also dann viel Spaß mit dem Käse. Dieses Video befasst sich mit den Naraka, also den buddhistischen Höllen, weil es da wohl einige Probleme gibt mit den hauptsächlich Monotheisten. Ja, das ist erstmal so zusammen, ich erkläre ein bisschen was zu den Höllen und im Anschluss daran werde ich noch ein paar Kommentare kommentieren. Viel Spaß! Dann fangen wir mal an. Naraka ist eine der sechs Wiedergeburtsebenen im Buddhismus. Es gibt die Ebene der Götter, die Ebene der zornigen Götter, die Ebene der Menschen, die Ebene der Tiere, die Ebene der Hungergeister und die Höllenebene. Es gibt im Allgemeinen 16 Höllen, 8 warme, beziehungsweise 8 heiße Höllen und 8 kalte Höllen. Die Darstellung der heißen Höllen deckt sich in etwa mit der Darstellung der Christen und Muslime. Also es ist unheimlich heiß, überall ist Feuer und man wird von Dämonen gequält und getötet, wobei man danach dann wieder geheilt wird, wieder getötet wird und so weiter, bis das negative Karma abgegolten ist. Die kalten Höllen sind vom Klima her das genaue Gegenteil. Es ist zum Teil sogar so kalt, dass die Haut aufreißt, dass man schwerste Erfrierungen hat, dass einzelne Körperteile absterben. Ja, und dazu dann auch wieder von Dämonen gequält wird, solange bis das negative Karma abgegolten ist. Die buddhistischen Schulen sind sich nicht darüber einig, wann genau das negative Karma abgegolten ist. Aber alle sind sich einig, dass es nicht ewig dauern kann. Und alle sind sich einig, dass man danach wieder in den Wiedergeburtszyklus aufgenommen wird. Und weil jetzt ja, die Lebewesen das Leid begriffen haben, das sie zugefügt haben, haben sie jetzt auch eine reelle Chance auf Erlösung, beziehungsweise auf eine bessere Wiedergeburt im nächsten. Es kommt übrigens nicht jeder in die Hölle. Das ist die niedrigste Wiedergeburtsebene. Das heißt, da kommen nur die Leute mit dem negativsten Karma rein. Also die, die Leid zugefügt haben und bis zu ihrem Lebensende das nicht reflektieren konnten. Als sie sich gedacht haben, hey, was macht das, wenn ich jetzt 20.000 Leute umbringe? Hauptsache, ich habe meinen Spaß. Übrigens, Religion spielt im Buddhismus nicht mit rein, ob man in die Hölle kommt oder nicht. Das hängt allein von den Taten ab. Für diesen Teil habe ich mir ein paar Aussagen von Monotheisten gegriffen, mit denen ich über das Thema Hölle diskutiert habe, weil die meiner Meinung nach ganz gut das Verständnisproblem widerspiegeln, weil halt der Buddhismus eine vollkommen andere Ansicht hat, was die Hölle angeht. Kommen wir zum ersten Kommentar. Sorry, deine Meinung interessiert keinen, um die Wahrheit zu finden, sondern die Meinung von Gott. Ja, allgemein eigentlich eine richtige Aussage. Das Problem ist, es gibt einen Haufen Götter. Das ist immer die Frage, wer hat recht? Da zanken sich die verschiedenen Religionsgemeinschaften seit Jahrtausenden drum. Aber wenn es den Monotheisten
beziehungsweise jetzt diesem User nur darum geht, dass ein Gott entscheiden muss, ob man in die Hölle kommt oder nicht, kann ich da gerne Apfel beschaffen. Das hier ist Yama, beziehungsweise Yama Raja oder Enma. Er wiegt die guten und die bösen Taten der Verstorbenen gegeneinander ab und entscheidet dann, auf welche Ebene sie wiedergeboren werden. Also wurde das Ganze von einem Gott geregelt. Somit dürfte das kein Problem sein bei den Monotheisten. Somit hätte man die göttliche Gerechtigkeit schon mal abgedeckt. So, was für Punkte gab es noch? Ach ja, der zweite Kommentar. Red keinen Scheiß hier, alles was du behauptest, kannst du nicht beweisen. Gut, ich will mich beim Christen nicht einmischen, was er mit der Wahrheit anzustellen hat. Aber ich frage mal einfach die Kirche, was die davon hält. Kann man die Bibel wissenschaftlich beweisen? Die Bibel sagt uns nicht, wie etwas entstanden ist, sondern welchen Sinn es hat. Sie ist ein religiöses Buch. Okay, wenn das ein Vertreter der Kirche behauptet, werde ich es mal nicht bezweifeln. Allerdings sollte man Glaubenswerke nicht als wissenschaftliche Grundlage für irgendwas nehmen. Das geht um den Glaubensinhalt und nicht um die wortwörtliche Auslegung. Allerdings werfen das Leute gerne alles in einen großen Topf. Die denken sich, hey, wenn ich die Schöpfungsgeschichte nicht glauben kann, warum soll ich dann den Teil hier finden glauben, wo Liebe und Friede drin steht? So, das war's mit meinem ersten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über Resonanz jeder sehr freuen. Noch einen schönen Tag.